Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, wir wollen heute weitermachen mit dem fünften Tag der Hingabenovene. Am ersten Tag, das war noch so richtig schön, gell? Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen? Der zweite Tag war die Besorgnis, die Aufregung, der Wunsch, alles selber machen zu wollen, sind genau das Gegenteil. Lasst euch doch vom Strom meiner Gnade tragen. Am dritten Tag, ich trage euch auf meinen Armen, wir sollen so ganz ein Kind sein. Am vierten Tag der Novene, gestern also, da gab es ein kleines Hindernis, nämlich, was ist, wenn es doch anders kommt? Wenn also der Herr doch nicht das macht, was wir wollen? Und heute sozusagen wie der Patient, der dem Arzt vorschreibt, was er zu tun hat. Und heute, am fünften Tag, heißt es, dein Wille geschehe. Und liebe Freunde, ich möchte euch nochmal so ganz fest ermutigen, es ist ein Gebet, diese Novene, für andere Menschen, nicht nur für uns. Es ist ein Gebet für andere Menschen, nicht nur für uns. Ist ganz wichtig. Und wenn es nur deine Nachbarn sind, wenn es Bekannte sind, Menschen sind, denen du heute begegnet bist. Es ist für andere Menschen, die wir jetzt durch dieses Gebet mittragen müssen. Siehst du, und diese Erfahrung, die Jesus jetzt beschreibt, die kennen wir alle. Siehst du aber, dass das Übel zunimmt, also es wird nichts besser, sondern noch schlechter, anstatt abzunehmen, beunruhige dich nicht. Schließe die Augen und sprich voll Vertrauen zu mir, dein Wille geschehe, sorge du. Und ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere. Ich werde eingreifen wie ein Arzt und ich werde auch ein Wunder wirken, wenn es nötig ist. Siehst du aber, dass es dem Kranken schlechter geht, so beunruhige dich nicht, sondern schließe die Augen und sprich, sorge du. Ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere und dass es keine stärkere Medizin ist, als das Eingreifen meiner Liebe gibt. Ich sorge mich nur dann darum, wenn ihr die Augen schließt. Und das, liebe Freunde, das ist eigentlich echt unser Problem, gell? Das ist wirklich unser Problem, die Augen zu schließen und zu sagen, sorge du. Vor allem auch dann, wenn wir so diese Erfahrung machen, dass es gerade immer noch schlimmer wird und dass es nicht besser wird und dass es noch verzwickter wird und jetzt bete ich so und alles wird noch schlimmer und schwieriger. Hätte ich bloß nicht gebetet. Und dann kommt der Versucher, der so sagt, dann hör doch auf. Dann hör doch auf damit mit dem Beten. Bringt doch eh nichts. Und dann hörst du auf. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig in diesen Momenten, wo dann so dieser Versucher kommt und wir enttäuscht sind und diese Erfahrung kennen wir alle. Bringt eh nichts. Dass wir dann aufhören wollen zu beten. Aber eigentlich sagt Jesus, oder nicht eigentlich, dann sagt Jesus, dann schließe die Augen und sag, sorge du, sorge du. Und Jesus, so haben wir gestern ja gesagt, Jesus gibt uns dann den Frieden des Herzens. Und das ist was total Großes, diesen Frieden des Herzens zu haben, diese Sicherheit zu haben, Gott macht alles gut. Gott macht alles gut. Schließ voll Vertrauen die Augen und sprich, dein Wille geschehe, sorge du. Und ich verspreche dir,
dass ich mich darum kümmere. Ich werde eingreifen wie ein Arzt. Und ich werde auch ein Wunder wirken, wenn es nötig ist. Ich werde mich darum kümmern. Und es gibt keine stärkere Medizin als das Eingreifen meiner Liebe. Ich sorge mich nur dann darum, wenn ihr die Augen schließt. Und das wollen wir jetzt machen. Miteinander die Augen schließen, nach Möglichkeit bitte nicht einschlafen. Und beten wir 2, 3 Gesetzchen dieses Hingaberosenkranzes. Und zwar für die Menschen, die es jetzt ganz besonders brauchen. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig vom Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Danke für euer Mitbeten. Wir beten jetzt um 21 Uhr den Rosenkranz. Danke, dass wir so für viele Menschen mitbeten und sie mittragen und sie einfach auch so unterstützen durch die Gnade Gottes, die wir für sie erbitten. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.